Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr hier sehen könnt, um die Streifenschmerle oder auch Streifenzeberschmerle oder Zeberschmerle genannt. Diese ist eine Art der Prachtschmerlen und ist eigentlich auch relativ stark verbreitet, ist aber, wie man hier auch sehen kann, weitaus kleiner als ihre große Verwandte. Und die hier zu gezeichneten Fische werden maximal 8 bis 9 cm, also wirklich ein Bruchteil von den bekannten Prachtschmerlen, die bis zu 60 cm groß werden können und demnach auch wirklich große Aquarien brauchen. Die mir damals leider auch für ein 160 Liter Aquarium verkauft wurden, die ich dann jetzt mittlerweile im 325er habe. Und da sie jetzt gesund sind, mal gucken, ob ich sie dann umsetzen kann oder was mit den Tieren passiert. Ja, wie man hier sehen kann, sind die Tiere sehr aktiv, sind sehr schöne Tiere meines Erachtens und kommen aus Südasien und leben dort im Tunga River, einem Gebirgsfluss oder Bach, und leben demnach auch in strömungsreichen Bächen und Flüssen, da die meisten Gebirgsflüsse ja relativ starke Strömung haben und Temperaturen sind aber trotzdem relativ hoch für Gebirgsflüsse. Ja, diese Tiere werden, wie eben schon gesagt, 8 bis 9 cm groß. Die Geschlechter sind auch genauso wie bei jeder anderen Prachtschmerlenart sehr schwierig zu unterscheiden. Und da sich die Zucht relativ als schwierig gestaltet, ist es sowieso für die meisten eigentlich relativ egal, ob sie Männchen oder Weibchen im Aquarium haben. Ja, dieser Fisch sollte allgemein in Gruppen gehalten werden, eher schon kleinen Schwärmen von mindestens 8 bis eher 10, 12 Tiere. Sind natürlich für die meisten Aquarien dann schon relativ schwierig, aber bei 300 bis 400, eher 400 Liter sollte das Ganze gar kein Problem sein. Natürlich ist das immer auf dem Art-Aquarium gesehen. Wenn man dann natürlich noch andere Fische, Panzerwelse oder größere andere Tiere, Fadenfische oder irgendwas mit drin hat, obwohl die ja keine Strömung mögen, dann sind die wieder falsch am Platz. Dann sollte man eher irgendwelche anderen größeren Fische nehmen und dann ist natürlich die Frage, ob man nicht sogar noch ein größeres Aquarium dafür nimmt und um den Tieren dann natürlich auch gerecht zu werden. Ja, der Bodengrund im Aquarium sollte relativ weich sein, da sie da gerne drin rumwühlen. Das ist auch bei dem Prachtschmerlen der anderen Art so. Dadurch, dass sie auch im Bodengrund leben und immer alles dort ihre Nahrung auch suchen, nach Kleinstlebewesen, Frostfutter, was runterfällt, Futtertabletten und so weiter, knacken auch sehr gerne an Pflanzenkost rum, deshalb die dann meistens ja auch im Boden liegt und wühlen dann halt auch die Reste aus dem Bodengrund raus, und damit sie ihre Barteln vorne nicht verletzen, ist eben ein weicher Bodengrund auch von Vorteil. Die Tiere werden auch sogar relativ alt, mit ca. 15 Jahren, ist natürlich auch im Aquarium immer unter guten Bedingungen super einfach zu erreichen. In der Natur ist es natürlich die Frage, ob sie es erreichen durch andere Feinde, die die Tiere dann auch auffressen. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, zum Futter, sie fressen eigentlich wirklich alles. Lehmfutter, Frostfutter, gefriergetrocknetes Flockenfutter, Futtertabletten, Pflanzen von Gurke, Zucchini, Paprika, eigentlich über alles. Meine sind den ganzen Tag irgendwo mit beschäftigt, also egal was ich reintue, es ist gar kein Problem. Und das Lustige ist, sie knacken richtig, wenn sie irgendwo dann rumlagen. Das finde ich, hört sich immer lustig an, ist sogar echt laut teilweise, hört man im ganzen Raum, und danach sollte man das Ganze nicht nachts füttern, wenn das Aquarium im Schlafzimmer steht. Sind oft auch nachtaktive Tiere, aber wie man hier sehen kann, genau wie meine, sind auch mittlerweile tagsüber draußen, gewöhnen sich auch an den Rhythmus, und solange man sie nicht zu häufig erschreckt, sind sie auch sehr zutraulich. Ja, ein Nachteil hat das Ganze natürlich, wenn man Schnecken im Aquarium haben möchte, kann man die Tiere auf keinen Fall einsetzen, das ist wie bei meinen auch. Es dauert, auch wenn sie es nicht kennen, keine 5 Sekunden, die Schnecken fallen ins Aquarium und die Schmerlen sind hinterher und knacken die auf, und ja, demnach sind nicht lange Schnecken im Aquarium. Zum Wasser noch allgemein, wie ich ja eben gesagt habe, ab 300 Liter, ich bin der Meinung eher 350, 400 Liter, und dann im Artenbecken natürlich, wenn wir dann Richtung Gesellschaftsaquarium gehen, sollte dort auf jeden Fall mehr vorhanden sein. Und die Temperatur in diesem Aquarium sollte zwischen 23 und 28 Grad Celsius betragen, das ist so der Optimalbereich. Der pH-Wert zwischen 5,8 und 7,5, eher im unteren Bereich Richtung 5,8 bis 6,5, ist für die meisten Tiere immer noch am schönsten. Ja, die Gesamthärte sollte dann zwischen 2 und
12 deutschen Härtegraden liegen, wobei auch hier weicheres Wasser, wie auch in Gebirgsflüssen meistens so ist, bevorzugt. Es sei denn, es ist natürlich viel Kalkgestein mit drin, aber das ist in dem Fall nicht gegeben. Ja, zur Vermehrung, wie ich ja eben gesagt habe, ist sehr schwierig. Wir haben bisher noch keine gelungenen Nachzuchten im Aquarium, also keine bestätigten. Was man weiß, die sind Freilaicher, leichen demnach überall im groben Substrat oder feinen Substrat ab und sind vielleicht Zufallsberichte irgendwo geschehen, aber auf jeden Fall nichts, was wirklich gewollt nachgezüchtet wurde. Bei den größeren Pachtschmelzen ist es ja bekannt, dass Hormone zugegeben werden, um die Tiere dann zu vermehren. Das ist natürlich die Frage, ob das dann hier auch der Fall ist, aber soweit ich weiß, nicht. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde dann auch sagen, bis zum nächsten Mal. Noch kurz zur Quelle, das Video habe ich vor 2 Jahren in einem Zooladen gemacht, hier bei mir um die Ecke, der leider mittlerweile nicht mehr da ist. Der ist abgebrannt und natürlich sehr dramatisch und ja, deshalb kann ich die Quelle auch nicht mehr verlinken.